Hallo? Leute? Einen wunderschönen guten Tag. Ganz kurze Frage, die ich erstmal klären muss. Kurz. Hat einer von euch gestern mit einem Scheringkostüm gespielt? Bruder, das halte ich für ein absolutes Gerücht. Wer war denn das? Das war ich. Kuba? Kuba, wer war's? Ich bin gebrochen. Ja, das war dieser Mann Hübi. Er ist der Wirt. Ist er der Wirt? Ja. Warum sitzt du da als Pilz? Ich bin kein Pilz, das ist Toad, Bruder. Hast du kein Mario Kart gespielt? Willst du Julian Zietlow beeindrucken gerade? Nein, um Gottes Willen. Ich halte mich hier aus allem raus. Ich weiß ja, dass ich das schwächste Glied in der Kette bin, ne? Deswegen, aber ich bringe halt die gute Laune mit. Ja, das ist das Wichtige. Kuba, bitte bestätige mich, dass ich die gute Laune mitbringe. Ja, yeah, auf jeden Fall. Wir haben immer richtig gute Laune. Wir machen immer Watch Party. Wir sterben jedes Mal bei Rotation. Early Game. Das ist, glaube ich, 28 von 33 Teams. Digga, Kuba, er lacht dich aus, ne? Nein, ich lach mit ihm, Alter! Merkt man auch in-game. Ich stehe 100% hinter ihm. Hübi, hast du noch das... Was hattest du gestern für ein Kostüm an? Ich hatte so... Das war so eine Languste. Was ist das? Das ist quasi so eine Art Hummerkrebs in die Richtung. Echt jetzt? Hatte der auch so Scheren? Ja, safe. Das war eine laufende Schere, wirklich, ohne Spaß. Oh, da ist Ariana Grande im Hintergrund. Komm, soll ich eine Roomtour ganz kurz geben? Warte mal. Was ist das für eine Qualität? Einen Moment. Alter! Wow, voll das gute Setup. Das Mario Kart-Fan. Ist das lebensgetreu? Ja, also maßgetreu? Schöne Frau, oder? Ist das maßgetreu? Ich glaube schon, tatsächlich. Die ist ja irgendwie nur so 1,60 groß oder so. Okay. Alter, aber voll das. Du bist Mario Kart-Fan, kann das sein? Du hast da hinten Todd. Wie heißt die? Diese. Ist es Pummeluff? Nee, wer ist das? Also ich bin eigentlich voll in der Nintendo-Bubble drin. Also ich habe einmal alles. Also das ist tatsächlich irgendein random Vieh, das hat mir ein Kumpel von der Tanke gekauft, weil er bei mir gepennt hat und der wollte mir was schenken. Und das ist quasi, ja, das ist, der ist Nick, also, aber das ist eine lange Story, da ist so ein bisschen Pokémon, also ja, also es ist. Wenn ihr mal ein Mario Kart Turnier macht, ey, ladet mich ein, dann hole ich das Preisgeld. Ist ein guter Mario Kart? Ich würde schon sagen, also besser als ein Fortnite. Ah, gut. Fucking krank. Ey, da ist eine Gummipuppe im Hintergrund. Ich hab tatsächlich schon die zweite. Kannst du die mal holen? Ich weiß nicht, darf ich die uns streamen? Ich hab dir extra ein Shirt angezogen, ne, weil ich nicht weiß, wie es mit den Twitch-Richtlinien ist. Digga. Pass auf. Wollt ihr jetzt echt eine Roomtour oder was? Alter. Fickpuppe. Digga, das ist die Fickpuppe, Chat. Okay. Schon eine Süße. Die andere ist kaputt gegangen. Ich feuer die immer, wenn ich wütend bin, feuer ich die durchs Zimmer. Wie ist die kaputt gegangen? Ich feuer die immer durchs Zimmer, wenn ich rage. Also meine Community schickt die mir regelmäßig. Also ich hab immer mal wieder eine Sexpuppe bei mir im Postfach. Alter Schwede. Aber die bleiben auch unversehrt? Bitte? Bleiben die unversehrt? Kann ich nicht versprechen. Also lässt du die selber auf? Was? Ja, das schon. Also ich meine, ich glaube, aufgepustet kann man jetzt nicht so gut versenden. Aber Alter, das ist Schwede. Echt widerlich, ne? Also ich glaube, wir wollen jetzt nicht über Sexpuppen quatschen, aber ich würde nicht empfehlen, die zu wenden. Das ist übelst scharfkantig hier. Ich glaube, wenn du die irgendwie verwendest, hast du mindestens 10 Schnittwunden. Alter. Erfahrungswerte oder ist das gerade nur so? Ja. das ist Naja, ich wollte ja immer so weg. Haben wir nicht schon mal sogar Mario Kart zusammen gespielt? Alter, wir? Nein. Also, mir wäre nicht bewusst, dass wir mal gezockt haben. Aber wir können sehr gerne mal. Aber da bin ich bin da echt Krieger, ne? Bist du da gut? Ich würde schon sagen, dass ich ganz gut bin. Na gut. Ja, schon. Also, wenn Nintendo aber immer Turniere macht, die haben tatsächlich bei einem Mario Kart Turnier, haben sie mal 25 Euro E-Shop-Guthaben als Preisgeld rausgehauen. Also fast so gönnerhaft wie Epic.